Hallo Leute und willkommen hier bei MiApaCat. Hier drin steckt mal wieder ein paar Bluetooth-Kopfhörer und zwar die TWS-Kopfhörer, also True Wireless-Kopfhörer, also ganz ohne Kabel, auch unter den Kopfhörerchen kein Kabel. So, genug holpriger Erklärung. Ich packe hier direkt schon mal simultan aus. Hier haben wir das eigentliche Case, wo die Kopfhörer drin sind. Hier unten haben wir noch eine Bedienungsanleitung mit drin. Und ich denke mal, hier werden wir noch ein Käbelchen finden zum Aufladen. Wahrscheinlich USB auf Micro-USB. Genau, das haben wir einmal hier. Und natürlich noch ein paar Aufsätze in verschiedenen Größen. Groß, mittel, klein für jedes Öhrchen passend. Und mehr gibt es dann schon gar nicht mehr. Wir sehen hier oben, haben wir das halbtransparent. Da ist auch noch ein Aufkleberchen drüber. So, jetzt sieht es doch schön aus. Also man kann sehen, der Deckel hier ist halb transparent, man kann hier die Kopfhörer schon erkennen, was später auch wichtig sein wird, damit man sieht, wann die aufgeladen sind, denn ja, das ganze Bling Bling findet dort drin statt. Wir haben hier so einen kleinen Tragegurt, ja, kann man irgendwo dann befestigen oder sich um den Finger wickeln. Aber interessanter ist zum einen der USB-A-Anschluss hier auf der Vorderseite, denn hiermit kann man auch ja sein Smartphone zum Beispiel aufladen. Denn das hier ist ein 3000 mAh großer externer Akku hier, dieses Akku-Case. Oh, und zur Not kann man da eben auch mal sein Telefon dran stecken und da ein bisschen Saft rausziehen. Aufgeladen wird das Ding dann hier über den Micro-USB-Eingang, der ist hier an der Seite versteckt. Und mehr Anschlüsse haben wir hier erst einmal nicht mehr. Also Klappe auf, schauen wir uns mal an. Ui, die ist aber schwer. Ah, man muss hier in die Kerbe reingreifen, dann geht das auch gut auf. Wirkt allerdings schon, ich sag mal, günstig hier der Kunststoff und der Mechanismus. Das ist alles nur ja, aus Plastik gemacht und naja, wirkt eben dann auch so. Und hier muss man es eben dann einmal so reinklemmen. Naja, hält, funktioniert, aber wirkt jetzt nicht besonders hochwertig. Dann haben wir ja innen drin einmal rechter Kopfhörer, linker Kopfhörer, eine LED-Anzeige hier mit 4 LEDs. Ich denke mal, die zeigen auch an, wenn hier aufgeladen wird. Schauen wir doch mal. Ich schließe mal flott hier ein Kabel an und ja, da könnt ihr es sehen. Hier wird jetzt aufgeladen. Wir sind also hier beim dritten Punkt von 4. Das heißt, halb voll ist das Case aktuell und ja, auch die Kopfhörerchen, man sieht es hier, auch die werden dann gerade mal mitgeladen und die pulsieren dann. Schön, ein schöner Effekt hier mit diesem Leuchtring. Das gefällt mir optisch auf jeden Fall direkt schon mal gut. So, Stecker nochmal rausziehen. Und ich bin hier auch gerade mein iPhone am Aufladen. Ihr seht, ich hänge hier am Strom. Dann testen wir doch mal, ob das auch wirklich funktioniert, wenn ich jetzt hier einfach mal ja, mein Ladekäbelchen hier vorne einstöpsle und dann hier direkt weiterlade. Wir schauen hinten aufs iPhone und wir sehen, na, richtig rumstecken müsste man noch. So, und wir sehen, jawohl, hier, der Ladevorgang hat direkt begonnen und ich ziehe jetzt meinen Strom hier direkt aus dem Kopfhörercase raus. Schön, schöne Sache. So, dann nehme ich auch die Kopfhörerchen mal hier raus. Die werden verbunden mittels Bluetooth natürlich, Bluetooth 5.0 bis zu 15 Meter Reichweite wird hier versprochen. Natürlich das Ganze dann nur im Freien, ja in Räumen mit Wänden dazwischen und so. Da geht das natürlich dann nicht ganz so weit. Okay, ich nehme mal das Telefon hier zur Seite und wir schauen mal, wie gut wir die jetzt gekoppelt bekommen. Ich gehe in die Bluetooth-Einstellungen rein und da werden sie auch schon angezeigt. Hi TWSL, also der linke, der blinkt hier auch gerade. Oder ne, die blinken beide. Na, wir schauen einfach mal. Ich verbinde mal den linken, einmal drauf tippen und dann sollte das ja recht zügig hier vonstatten gehen. Und jawohl, wir sehen da oben, da wurde gekoppelt. Wir haben das Kopfhörerzeichen angezeigt bekommen. Und haben jetzt hier auch die Akkustandsanzeige drin bei Bluetooth 5.0 unter iOS. Dort sieht man ja immer direkt hier so ein kleines Batterie-Icon neben dem Kopfhörersymbol, dass man noch sieht, wie viel Saft hier noch so in etwa in den Kopfhörerchen drin ist. Schön, schauen wir uns die Geräte mal etwas genauer an. Also wir haben den eben schon besagten schönen Leuchtring. Wir haben hier auch eine Touch-Bedienoberfläche, mit der wir dann hier verschiedene Sachen wie Play, Pause, lauter, leiser, weiß ich gar nicht, muss ich noch ausprobieren, ausführen können. Wir haben hier ein kleines Löchlein, dort steckt das Mikrofon drin und das ist auch hier bei beiden eingebaut. Natürlich kann man hiermit auch telefonieren, wenn es am iPhone oder am Smartphone gekoppelt ist, ganz klar. Wir haben hier einen kleinen Innenohrbügel verbaut, hier so ein kleiner Gummi-Innenohrbügel, der sorgt dann für besseren Halt, dass die auch beim Sporten
nicht rausfliegen, denn die werden auch ja besonders als Sportkopfhörer hier vermarktet. Und übrigens, der Hersteller oder da, wo ihr das jetzt hier kaufen könnt, das ist nicht der Hersteller. Ich habe die hier noch von anderen Verkäufern gefunden. Das ist wieder so ein Großmarktprodukt, das dann unter verschiedenen Brandings verkauft wird. Aber ja, muss ja nicht schlecht sein. Das finden wir hier raus. Wo war ich dran? Ach ja, genau, der gibt noch an, der Verkäufer IPX7 als Zertifizierung. Das heißt, die könnte man theoretisch sogar mal ganz kurz unter Wasser halten, ohne dass die kaputt gehen sollten. Ich würde es nicht ausprobieren, aber beim Sport, wer dann schwitzt wie ein Tier, kein Problem, das halten die aus. Hier auf der Innenseite sehen wir einmal die Angabe, ob das der linke oder der rechte Ohrhörer ist. Und wir haben dann hier auch die Ladekontakte, mit denen dann in der Akkubox dann aufgeladen wird. Ja, und natürlich hier die kleinen Ohrnippels, die man dann auch austauschen kann für die verschiedenen Ohrgrößen. Ja, soweit, so gut. Schauen wir uns noch kurz hier die Akkubox nochmal mit den Ladekontakten an. Hier seht ihr die Pinne, ja, wo dann eben die anderen Ladekontakte draufkommen und dann wird dadurch dann aufgeladen. Schön, also sie sind verbunden, sie sind gekoppelt. Es wird auch versprochen, wenn ich die jetzt hier in die Akkubox wieder reinlege und sie danach nochmal rausnehme. Also das hier geht echt, könnte schöner und leichter aufgehen. Und ich würde sie danach wieder rausnehmen, dann sollen die sich direkt automatisch nochmal mit dem iPhone koppeln. Aber noch eine Frage gibt es ja hier durchaus immer. Und zwar, ist das hier magnetisch gesichert? Ich nehme sie mal auf den Kopf, schüttle. Ja, also hier ist ein Magnet drin, der die Kopfhörer ordentlich in Position hält. Und der ist auch stark genug. Ja, nicht der allerstärkste. Da konnte ich es doch noch rausschütteln. Aber so für das Übliche halten die fest. Wir haben ja auch noch den Deckel oben drauf. So, jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt hier die Kopfhörer rausnehme, ob automatisch gekoppelt wird. Ihr werdet das dann hier oben sehen. Und ich mache mal hinten hier die Box auf. Nehmen die Kopfhörer raus und was sehen wir? Wir sehen gar nichts. Nein, da koppelt sich im Moment. Ah doch, jetzt, es hat einen kleinen Moment gedauert, aber jetzt haben wir hier die Kopplung dann doch. Also Versprechen vom Hersteller ist eingelöst. Die koppeln sich automatisch nach dem ersten Verbinden, sobald man sie hier aus der Box nimmt. Sie brauchen nur einen kleinen Moment. Ja, sehr schön. Dann würde ich jetzt mal sagen, Freunde, wäre es das mit dem Unboxing und ja, dem ersten Eindruck mal gewesen. Ich werde die jetzt mal eine Weile im Alltag ausprobieren und dann gibt es jetzt hier einen Schnitt und wir kommen zum Fazit. Und eine Woche ist nun vergangen, wo ich die Kopfhörer hier im Testbetrieb hatte und mein Fazit ist so, naja, also es gibt Licht und es gibt Schatten. Fangen wir mal mit den positiven Sachen an. Das ist einmal die Akkubox hier, die finde ich gut, denn ich kann ja hier mit meinem iPhone aufladen, das hat gut funktioniert. Ich habe zwar keine volle Ladung hinbekommen, aber für zwischendurch einfach mal ein bisschen nochmal die Ladung aufzustocken, hat das hier wunderbar funktioniert. Dann war auch gut der Sitz der Kopfhörer, zumindest vom Halt. Also wenn ich die in den Ohren drin hatte, ich hatte nie das Gefühl, dass die mir gleich rausfallen, sondern die haben stets einen guten und soliden Halt bei mir im Ohr gehabt, wobei ich sie nicht so 100% bequem fand. Also das ist natürlich eine sehr individuelle Sache, wie die Ohren gewachsen sind bei euch, sage ich mal. Aber bei mir waren sie, also ich hatte schon bequemere in den Ohren, sagen wir es so, aber sie haben dafür sehr, sehr gut gehalten. Was ich auch absolut positiv finde, ist, dass ich mit den Kopfhörern hier die Lautstärke auch verändern kann. Ich zeige euch das mal eben hier. Wenn ich jetzt hier nämlich gedrückt halte auf eine der Touch-Oberflächen und ihr achtet mal hier auf die Lautstärke, dann seht ihr, dass ich einmal hier die Lautstärke runterstellen kann und auch einmal dann auf der anderen Seite die Lautstärke hier hochdrehen kann. Und das ist eine sehr praktische Sache, da muss man nicht extra das iPhone holen oder an der Apple Watch rumdrehen. Nö, das ist alles gut. Hier seht ihr es nochmal, ich halte hier gedrückt und der Schieber, der geht, na, Lichtchen geht nicht aus, der geht dann hier runter. Also, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Generell die ganze Touch-Bedienung, hier könnt ihr mal bei Play-Pause das sehen, wenn ich hier drauf drücke, dann wird gespielt, ich drücke nochmal kurz drauf, dann wird pausiert, genau das gleiche hier auf der anderen Seite. Das funktioniert sehr gut, das haben sie gut umgesetzt, doch, das gefällt mir. Und wenn wir hier gerade bei der Musik sind, dann lasse ich hier mal was spielen und habe da einen deutlichen Kritikpunkt. Ihr könnt mal ganz kurz reinhören, auch wenn das nicht repräsentativ ist. Denn hier fehlt mir etwas ganz, ganz Entscheidendes und zwar der Bass leider. Mir fehlt hier unheimlich der Bass. Also die Dinger liefern einen sehr, sehr dünnen Ton. Also da kommen eigentlich nur Höhen raus und minimal nur an Bass. Das fehlt mir total, vor allem wenn ich hier viel Rockmusik höre und da wummert nichts und das macht einfach keinen Spaß. Nee, also
Musik hören habe ich hiermit ehrlich gesagt nicht besonders gerne gemacht. Hörbücher hören, Podcasts hören, alles gar kein Problem. Auch wunderbar war das hier, wenn ich mir Netflix, YouTube und Prime Video angeschaut habe, denn ich hatte dort keine Verzögerungen drin gehabt. Das heißt, ich hatte keine Latency. Manchmal ist das so der Fall, hatte ich bei anderen Kopfhörern schon gehabt, dass dort immer so eine halbe Sekunde, Sekunde Verzögerung war. Und wenn man das dann sieht und man schaut sich da irgendwie an und die Münder sind nicht synchron oder das wird was hingestellt und man hört den Ton erst eine Sekunde später, das ist grauenhaft. Das haben die hier nicht. Also für Netflix schauen, YouTube schauen, Prime Video schauen, Serie schauen, Video schauen, ist das hier eine feine Sache. Zum ernsthaften Musik hören würde ich die Dinge allerdings ja leider weniger empfehlen, da einfach dort ja die Klangqualität in Sachen Bass nicht stimmt. Außerdem, ja, mit der Lautstärke hatte ich hier auch so ein kleines Problemchen gehabt. Ich kann die ja hier wunderbar auf den Kopfhörern verstellen. Das ist eine feine Sache. Allerdings musste ich die auch ganz schön hochdrehen, damit die hier überhaupt ja einen ordentlich lauten Klang raushauen. Ich sag mal als Wert, wo ich sonst 50 bis maximal 60% Lautstärke habe und die mir dann völlig ausreicht und schon fast zu laut ist bei anderen Kopfhörern, brauche ich hier mal locker 80% der Maximallautstärke, damit ich da ja genug Sound bekomme. Und das ist eine relativ schwache Leistung. Hatte ich so auch noch nie gehabt bei den Kopfhörerchen. Eins seht ihr noch hier, die Ringe, die pulsieren ja, oder hier dieser Leuchtring. Auf der einen Seite habe ich ihn jetzt eingestellt, dass der pulsiert. Man kann es aber auch wechseln, dass die hier nur aufleuchten, wenn man hier an die Touch-Bedienfläche kommt. Also wen das hier nachts zum Beispiel stört, wer mit den Dingern einschlafen möchte und will hier nicht ständig so ein pulsierendes Lichtchen am Ohr haben, ja, der kann das natürlich auch deaktivieren. Aber so von der Optik her fand ich die auch sehr, sehr ansprechend mit diesen Leuchtdingern. Ich bin ja so ein kleiner Leuchtfreak. Gib mir was, was leuchtet, und ich finde es fast schon gut. So, aber die Kopfhörerchen, die bekommen von mir leider kein richtig gutes Zeugnis ausgestellt. Die positiven Dinge habe ich gesagt, die negativen habe ich gesagt. Ich schaue kurz mal auf meine Liste, ob ich noch was vergessen habe. Das waren so die Punkte, die ich hier zu diesen Kopfhörern sagen kann. Also, wer nur welche braucht, eben für Hörbücher zu hören, Podcasts zu hören, der kann das gerne machen oder sich ein Filmchen mal mit anschauen. Aber jeder, der ernsthaft Musik hören möchte, dem würde ich die Teile hier nicht empfehlen, Freunde. Ich verlinke sie euch trotzdem hier unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch die Teile ja gerne mal selbst anschauen. Oder wenn ihr was braucht mit einem fetten Akku-Case, das auch euer iPhone oder eure anderen Geräte noch auflädt, dann kann das hier durchaus eine Option sein. So, genug geschwafelt. Das wäre es gewesen für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Me Apple Cat. Macht's gut!